Welcome, welcome to the Local Music Radio Show. Hallo, hallo, wir sind Köhler und Beitinger und ihr hört die Local Music Radio Show. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Sam Kufus. Und ich bringe euch durch die nächsten 2 Stunden im Programm von rockradio.de. Auch heute wieder aus dem Kulturclub in Biebrich und auch heute wieder mit musikalischen Gästen. Ja, hunderte von Menschen vor der Bühne. Das ist, klingt irgendwie so wie aus so einem Film aus vergangener Zeit. Aus vergangener Zeit, ja. Wir sind ja momentan live in der Zombie-Apokalypse. Live-Entzug, ja. So, und jetzt sind wir bei dem zweiten Part des Duos Köhler-Beidinger. Jürgen Köhler. Auch dir erst nochmal herzlich willkommen hier im Kulturclub und in meiner Sendung. Ja, danke, dass ich kommen dürfte mit dem Ralf zusammen. Aber euch unterscheidet eines ganz gravierend. Der Ralf, ich sag's jetzt mal flapsig, hat was Ordentliches gelernt, hat einen ordentlichen Beruf. Ich auch, ja. Muss nicht von der Musik leben, die er gerne macht. Und Jürgen, du bist Profimusiker. Und so kam es eben auch zur Zusammenarbeit hier mit Paddy Goes to Holyhead und Hubert K., den wir nachher noch hören werden, und einige andere, die in deiner Vita stehen. Trotzdem immer verwurzelt in der lokalen Musikszene. Ja, klar. Klar. Also ich finde auch, muss ich sagen, mir macht das wahnsinnig Spaß. Wir spielen irgendwo ein Open Air mit der Neuen Deutschen Welle zum Beispiel in den letzten Jahren immer mal wieder so 9.000, 10.000 Leute irgendwo oben bei Hamburg. Und am nächsten Tag spiele ich mit Orange Box auf dem Weinfest. Das finde ich großartig. Das erdet schön, das sind meine Kumpels. Ich freue mich auf die Leute. Und es macht einfach irrsinnig Spaß, Musik zu machen, und das passt, ja, also ja. Klar. Wobei es ja schon irgendwo dann auch immer wieder, sicher kein Qualitätsunterschied, aber zumindest doch, auf der einen Seite vor einem riesen Auditorium, auf der anderen Seite irgendwo in einem kleinen Club, ist dann doch wieder eigentlich auch für den Musiker was ganz anderes, oder? Ja, klar, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, aber genau das macht ja dann Spaß. Ja. Dass man nicht nur diese großen Geschichten hat, wo eigentlich ja mehr Technik auch noch vorhanden ist. Also man spielen tun wir ja das Gleiche irgendwie unterm Strich dann. Aber die ganze Show ist halt anders, Licht und Ton und das ganze Ambiente ist anders. Nein, das gehört einfach dazu. Und das gerade diese Unterschiede machen ja auch echt einfach Spaß. Ja. Zum Thema Live-Musikentzug, Corona. Der Ralf ist ja ziemlich aktiv da in der Online-Konzertszene. Ralf, wie bist du da reingerutscht? Naja, das hat sich auch mehr so als Unfall ergeben. Es war Mitte März, der Hahn wurde allen zugedreht und mein lieber Technikerkollege René Papp, der feste Techniker auch von unserer Band Orange Box ist, hat gesagt, hier, wir müssen irgendwas machen. Ich habe den Technikrahmen da, lass uns ein Online-Konzert machen. Und da waren wir, das ist ja mittlerweile sehr inflationär, aber wir waren ziemlich die Ersten, die das gemacht haben mit Orange Box, haben eine Stunde Online-Konzert gemacht, was auch ein Riesen-Echo gab. Und daraus hatte ich dann entwickelt, dass wir gesagt haben, ach komm, jetzt haben wir das Zeug hier stehen, jetzt fragen wir noch einen befreundeten Künstler, ob er auch Lust hat, und haben das auch gemacht. Und so ist dann übrig geblieben, daraus hatte ich dann einfach eine Veranstaltungsreihe entwickelt von René Papp und Ralf Beitinger, die heißt Live aus dem Wohnzimmer. Und wir machen seit Anfang April jeden Mittwoch einen Livestream, veranstalten wir mit befreundeten Künstlern, die kommen und bei uns spielen. Da waren schon Bodo Kolbe, Paddy Schmidt eben, The Chain, Orange Box war schon da, Handkiss mit Orange hat dort natürlich gespielt. Ich weiß, dass es in der Künstlerszene da ganz verschiedene Meinungen drüber gibt, über diese Online-Konzerte. Das ist auch vollkommen legitim. Deswegen fragen wir auch alle Freunde sehr vorsichtig an, wie sieht's aus. Aber wir machen das unter dem Hintergrund, dass wir sagen, die Menschen, die sonst immer auf unsere Konzerte kommen, haben nicht die Möglichkeit, das in dem gewohnten Rahmen, also am Anfang gar nicht, mittlerweile geht es ja wieder so ein bisschen, das zu hören und zu konsumieren. Wir haben nicht die Möglichkeit, unsere Kunst da zu bieten. Also ist das eine Win-Win-Situation. Wir machen das auch für uns und machen das für die Leute zu Hause. Und denken schon, dass gerade die Menschen, die immer kommen und uns Künstler unterstützen, jetzt auch
eine Möglichkeit haben sollten, uns weiterhin zu hören. Und wir sind auch sicher, wenn das alles mal vorbei ist, kommen die auch wieder ganz regulär zu unseren Konzerten. Wir hatten Ivan Santos da. Da haben wir unfassbar viele Einschalter in Portugal und Brasilien gehabt, weil seine ganzen Leute, seine ganzen Familie, Musikerkollegen haben gesagt, hurra, wir können es endlich mal wieder live erleben. Ja. Diese Livestream-Geschichten machen schon, geben schon auch nochmal andere Möglichkeiten. Ja. Live-Musik machen wir jetzt mit meinen Studiogästen und hören eine Nummer Aloha Hey. Achim Reichel ist das, gell, im Original. Hat die ganze Welt gesehen, von Singapur bis Aladdin. Wenn ihr mich fragt, wo es am schönsten war, dann sage ich Sansibar. War eine harte Überfahrt, 10 Wochen nur das Deckelschrott. Hat die Welt verflucht, in den Wind gespuckt. Salziges Wasser gestorben. Ah, so. Tja, ein bisschen Applaus lassen wir noch stehen. Der wird immer gern mitgenommen. Du hast gerade vorhin gesagt, 98 war das. Das war ja auch, die Aufnahme ist auch von der Tour 98, gab es eine Live-CD. Ja. Genau. Und da seid ihr wo rumgetourt? Eigentlich ganz Deutschland und Schweiz. Aber also ich glaube, wir hatten im halben Jahr 80 Auftritte oder so. Okay. Also eigentlich waren wir nur unterwegs. Das ist schon stramm, ja. Das war eine Tour. Und wie ist das, wenn man da als Begleitmusiker oder ja. Bandmitglied oder ja. wie? Ich war Begleitmusiker. Ich wurde für diese Tour gebucht ja. Und habe mich da ans Keyboard und ans Akkordeon gestellt. Ja. Ja. Stellt man dann seine ganzen anderen musikalischen Aktivitäten hinten dran auf Eis oder läuft das trotzdem irgendwie noch weiter? Rein terminlich geht das ja gar nicht. Also ich hatte mit meinem Jazzquartett damals, glaube ich, noch 2 Auftritte, wo ich sage, das kann ich jetzt nicht absagen. Ja. Da hatten wir dann eine Vertretung. Das war von vornherein klar. Nein, ansonsten geht da nichts anderes. Ja. Das hat auch terminlich einfach absoluten Vorrang. Das heißt, du wirst dann schon irgendwie Teil der Band und ja. Bist letzten Endes auch für nichts anderes mehr oder auf für nichts anderes mehr zu gebrauchen in dieser Zeit. Nee, ich habe damals ein bisschen Unterricht noch nebenbei gegeben, hatte aber dann auch für die anderen Tage Vertretung. Wir waren ja eigentlich immer von donnerstags bis sonntags immer unterwegs den ganzen ja. Sommer. Du hast mir vorhin erzählt, du hast die sozialen Medien ein bisschen für dich entdeckt, machst YouTube-Videos. Ja, ich habe letztes Jahr, weil ich ja sehr viel unterrichte und da doch viele Themen noch brach liegen im Klavier und Akkordeon und Theorieunterricht, habe ich vor einem Jahr angefangen, YouTube-Tutorials zu machen, die speziell jetzt erstmal so Keyboard-Technik betreffen, also die ganze Soundprogrammierung, mein Equipment. Jetzt mittlerweile habe ich Videos gemacht, auch was das Spielen betrifft. Bin also da jetzt im Moment sehr, sehr aktiv. Auch gerade in Corona-Zeiten ist es eine gute Alternative, auch mit Online-Unterricht, Online-Seminaren etc. Ja. Das baue ich jetzt auch noch aus. Ja. Interessant. Jetzt machen wir wieder ein bisschen Live-Musik hier im Kulturclub und hören als nächstes den Titel We Can Be Heroes. Together, we can be there.
heroes just for one day. Tell us. Jetzt kommt ein Titel von Hubert K. Und warum ich den in der Sendung spiele, wird uns der Jürgen nachher erklären. Dich wiederzusehen, Hubert K. Warum du jetzt gehörst? Aber alt bist du an Rosemarie. Ja, Jürgen. Ja, lustiger Titel. Erkläre dich. Lustiger, schräger Titel. Ja, den, ich kam in den Genuss, ein paar Titel, unter anderem diesen für Hubert, damals zu produzieren. Also ich war da dann als Produzent, Keyboarder, Akkordeonist, alles in einem irgendwie bei diesem Titel tätig. Da war dann auch als Produzent Andreas Lawick, der auch schon LaToya Jackson produziert hat und dann später noch im Boot Chris Brenner von der bei Marilyn Manson und Nine Inch Nails Schlagzeug gespielt hat aus Los Angeles, okay. War dann auch noch dabei. Ja. Dieses Projekt gibt es aber mit, oder es gibt ein Projekt, das heißt Ich will Spaß. Das ist die Ich will Spaß Show, genau, dadurch habe ich Hubert kennengelernt. Das ist eine Live-Show, quasi fast so eine Revue, also mit Drehbuch und allem drum und dran. Markus, Ich will Spaß, Markus Mörl ist der Schirmherr und Conferencier abends und dabei sind dann diverse, je nachdem wer gebucht wird, wie groß die Show ist, diverse Original-Stars aus der Neuen Deutschen Welle. Und wir sind die Ich will Spaß-Band und der Markus ist ja wohnt in Bad Camberg, kommt aus Bad Camberg, hat in Frankfurt studiert und Ich will Spaß ist in Hofheim hier um die Ecke entstanden. Okay, und das ist auch immer noch aktuell, das heißt, wenn es dann wieder möglich wäre, würde man euch damit auch live erleben können? Ja, es sind leider jetzt diesen Sommer sehr viele Auftritte abgesagt worden. Nein, aber dieses Projekt, also diese Show gibt es, es sind etliche Leute, Fräulein Menke, Paso Doble, Hubert K. war dabei, Joachim Witt war eine Zeit lang dabei, also so UKW, der Peter, genau, Geier Sturzflug und ein Falco-Double, der jetzt auch mit Falco das Musical, also jetzt gerade leider wieder nicht unterwegs ist. Also eine sehr große Show, die auch gekürzt werden kann und die ist grundsätzlich noch unterwegs, ja. Okay, wer wissen möchte, was der Jürgen Köhle noch so alles getrieben hat in seinem Leben, ich nenne gerade nochmal die Homepage, Köhle mit OE und h-music.com. Da gibt es eine Seite About Me mit wunderschönen Bildern und eine Zeitleiste, was er so alles getrieben hat. Das ist wirklich interessant. Und noch sehr viel mehr auch mit Chris de Burgh. Guck mal hier. Fernsehen, ja. Mit Grace Jones in der Jahrhunderthalle. Ja. Das ist schon fast mehr, als wir hier in der Sendung alles unterbringen können. Musikalisch sowieso nicht, aber auch rein von den Textbeiträgen her. Wir kommen jetzt nochmal zu deinem Mitstreiter und hören Handkäs mit Orange mit dem Titel Quetschekuche. Jetzt gibt's wieder Live-Musik hier im Kulturclub. Ein bisschen haben wir dummerweise immer die Uhr im Nacken. Es ist ganz furchtbar. Jetzt ist schon wieder 19.30 Uhr. Dann nichtsdestotrotz, In the Air Tonight hören wir als nächstes von Ralf Beitinger und Jürgen Köhle. Waiting for this moment for all my life. Whoa.
Well, I remember, don't worry. How could I ever forget? It's the first time, the last time we ever met. Das war die Local Music Radio Show im Programm von rockradio.de mit Ralf Beitinger und Jürgen Köhler. Mein Name ist Sam Kufus. Bis dahin und tschüss.